Hallo, grüß dich. Sorry, ich habe da nur kurz eine E-Mail noch gelesen. In der Körpersprache gibt es oft Missverständnisse. Menschen schätzen uns oft so ein, wie wir gar nicht sind. Und das führt zu einem inneren Unwohlsein. Wenn einem das öfter passiert, dann fühlt man sich ungerecht behandelt. Man fühlt sich unter seinem Wert geschlagen. Vielleicht ist es ja schon passiert, dass Menschen zu dir sagen, du wirkst manchmal so arrogant, du wirkst unnahbar. Du wirkst total schüchtern, du wirkst ein wenig farblos. Das tut weh. Und vor allem, es tut dann besonders weh, wenn man genau weiß, das stimmt nicht. Ich bin eigentlich gar nicht arrogant. Ich bin nicht farblos, im Gegenteil, ich bin eigentlich ein total lustiger Mensch. Und trotzdem wird man oft so eingeschätzt. Und das führt zu einem wahnsinnigen Unglück. Und jetzt in dem Video gebe ich dir einen Tipp, wie du dem entgehen kannst. Menschen nämlich beurteilen dich immer nach dem, was sie sehen. Wenn du also auf der Straße gehst und jemand kommt dir entgegen und jetzt müsst ihr beide ausweichen und der schaut dich kurz so an und schaut dann so zögerlich zur Seite und geht langsam, weicht dieser Mensch erst aus, ist er da unangenehm. Wenn der Mensch auf dich zukommt, lächelt dich an, hebt vielleicht die Augenbrauen, macht vielleicht so eine Gestik so oder so eine Körperbewegung, naja, wer weicht jetzt aus, dann seid ihr einander wahrscheinlich schon sympathisch. Und das Gleiche war jetzt mit dieser E-Mail. Während wir uns schon begegnet sind, habe ich immer noch auf das Display geschaut. Stirnfalten. Und dann habe ich kurz zu dir geschaut, aber wieder nach unten. Dann habe ich nochmal zögerlich zu dir geschaut und wieder nach unten. Und erst beim dritten Mal habe ich dich angeschaut, aber immer noch mit Stirnfalten und ernster Mimik. Ja, du hast nur das zur Verfügung, mich einzuordnen. Und wahrscheinlich ist es nicht wahnsinnig positiv. Wahrscheinlich signalisiert es kein großes Interesse an dir. Aber dabei muss ich da sagen, es war nur kurz diese E-Mail. Eigentlich mache ich das Video jetzt gerade freiwillig. Und weißt du warum? Weil es mir Freude macht. Und dir wirklich einen Spaß jetzt mit dir ein wenig zu kommunizieren und deine Kommentare danach zu lesen. Aber im ersten Moment habe ich eben genau das nicht wiedergespiegelt. Das heißt, wir haben eine Bruchstelle zwischen dem, was wir innerlich fühlen und dem, was wir äußerlich zeigen. Also glaub nicht, dass du immer genau das zeigst, sondern viele Dinge machen wir unbedacht. Viele Dinge machen wir, weil wir kurz mit Gedanken woanders sind, weil uns gerade nur einfällt, ich muss noch Zucker besorgen. Oder vielleicht denken wir, oh, das wird aber zeitlich jetzt eng und schauen gerade so. Und in dem Moment kommt eine Begegnung auf dich zu. Aber eigentlich wärst du gut drauf gewesen. Manchmal sind wir ein wenig nachdenklich und halten den Kopf dann so. Und du merkst schon, das ist ein wenig abgewandt, ja vielleicht sogar überheblich. Eigentlich meinen wir es gar nicht so, wir sind nur nachdenklich. Ich kann dir das sagen, wenn ich auf Bühnen bin, dann gibt es immer wieder Leute in der ersten Reihe, manchmal zweite Reihe, weiter sehe ich nicht, weil ich so angestrahlt werde vom Licht und die sitzen den ganzen Abend so drinnen. Und du denkst da schon auf der Bühne, um Gottes Willen, bin ich nicht gut genug, mache ich irgendwas nicht. Und dann kommen diese Menschen zum Büchertisch am Ende und sagen, das war einer der tollsten Abende, die ich seit langem erlebt habe. Und das wird jeder Mensch, der auf der Bühne ist, wird dir das bestätigen, solche Menschen gibt es sehr, sehr oft. Und natürlich ist es so, dass dieser Mensch ein Unwohlgefühl bei dir auslöst. Warum? Weil ich kann ja nicht innerlich reinschauen, geht es bei dem gerade Rambazamba positiv zu? Nein, ich kann nur beurteilen, was man nach außen hin sieht. Deswegen, mach folgenden Test. Im Alltag, geh manchmal her, nimm dein Smartphone zur Hand und öffne die Selfie-Kamera und schau dich einfach nur an. Das ist die Realität. Und nicht die Mimik verändern, sondern genau das sehen andere Menschen von dir. Such keine Ausrede, das ist es. Dann gehst du vielleicht bei Schaufenstern vorbei, bei einem Spiegel vorbei. Schau kurz rein, wie du reinschaust. Das ist die Realität. Und der wichtigste Tipp, hol dir mal ein Feedback, ein neutrales Feedback, dass dir jemand detailgenau sagen kann, wie deine Mimik ist. Und dann kannst du immer noch überprüfen, stimmt das mit deinem inneren Gefühl überein? Stimmt das mit dem überein, wie du auf andere Menschen wirken willst? Es ist also eine große Bruchstelle bei vielen Menschen zwischen dem, wie sie meinen zu wirken und wie sie tatsächlich wirken. Schreib mir, ist es dir schon mal gegangen, dass du falsch eingeschätzt wurdest? Und schreib mir auch rein, was glaubst du, woran liegt es?